Ja, hallo, ich noch mal. Ich habe noch ein Paket bekommen. Aber ich kann gar nicht euch sagen, was da drin ist. Ich habe vielleicht eine Vorstellung, was drin ist, aber wir werden mal reingucken, was da so drin ist. Ich mach mal auf. Sehr schön. Alles wunderbar verpackt. Aha, da habe ich schon einmal. Womit fange ich an? Ich fange hier wieder an. Wir haben hier einmal den guten alten Alice Cooper. Ja, auch eine Scheibe aus den 90ern. Alice Cooper Trash. Das ist die 35 Jahre Edition. Ist limitiert auf 2500 Stück. Fand ich damals großartig hier. Ist auch ein großer und goldener Sticker drauf. Hinten haben wir dann die ganzen Tracks. Poison. Absolut genial. So, dann gucken wir mal rein. Haben wir schon so eine coole Schutzhülle. Hatte ich beim letzten Mal auch schon. Am letzten Samstag, als ich die auch euch ausgepackt habe. Da war auch dann von Beth Hart eine. Die hat auch schon so ein Ding dabei. Ja, fühlt sich auch sehr hoch. Es fühlt sich an so wie so Leder. Ist auch so eine Lederoptik. So strukturiert. Also das ist absolut. Ey, Leute, geil. Absolut geil. Hier haben wir dann hier nochmal die ganzen Songs so. Das lobe ich mir doch, das lobe ich mir. Die kommt hier so schön in so einem gefütterten Inner Sleeve. Und das holen wir sie mal raus. Und die kommt in so einen, ja, türkisfarbenen Wischwasch, Splitter, keine Ahnung, wie sich das nennt, daher. Und hier haben wir dann die zweite Seite mit den Songs. Und hier ist dann die erste Seite. Ja, geil. Einfach nur geil. Ja, und hier haben wir dann den Beizettel, wo dann noch die ganzen Songs drauf sind. Ja, das war das einmal. Ja, das soll es dann auch gewesen sein an meiner Stelle. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr die Scheibe auch oder eine andere Ausgabe davon. Oder wenn ihr euch die auch holen möchtet, ich kann euch den Link unten in der Videobeschreibung verlinke ich den euch und dann, ja, Metal on. Bis dann und Markus wieder raus. Tschüss.